Mehr als 10.000 Sachbeschädigungen wurden in Köln im Jahr 2015 angezeigt. Paul Richter und Martin Fuchs werden jetzt mit einer besonders miesen Mobbing-Attacke konfrontiert. Arnold, 1224 von Arnold. 1224, komm Arnold. Pellstraße 7, bei der Boutique Anruferin Frau Sommerwelt, eine Sachbeschädigung. Jo, einmal SB, wir fahren. Gleich werden die Beamten feststellen, dass es in diesem Fall um weitaus mehr geht als eine normale Sachbeschädigung. Der Täter hat eine Schaufensterpuppe mit dem Konterfei einer Angestellten und einer Vielzahl von Nägeln verunstaltet. Die Chefin und ihre Kollegin haben bereits einen Verdächtigen im Visier. Kollege Fuchs, schauen Sie mal. Ja. Ja, wir haben es gerade schon von draußen gesehen. Also, hören Sie mal, dass, also ich verdächtige hier wirklich meinen Geschäftspartner. Den haben Sie denn gekündigt? Ja. Den Herrn Arno Korn, der. Die, also auch meine Kollegin, die ist total schockiert. Also Sie sind auch Mitarbeiter. Schauen Sie mal. Ja. Also ich, darf ich mal da auftreten? Ja, wir können die auch vorsichtig drehen. Machen wir das mal. Wer ist das denn? Das sollen Sie sein, okay. Das sollen Sie sein. Das ist auch meine Strickjacke. Ich hatte sie gestern hier vergessen. Ja, ich denke, man kann die Angst der Angestellten hier nachvollziehen, wenn man sein eigenes Antlitz mit mehreren Nägeln auf das Gesicht einer Puppe getackert sieht, dann fällt erstmal der Gedanke Voodoo vielleicht ein, als zweites dann der Gedanke, gut, das könnte eine Drohung sein. Das nächste Mal ist es eben nicht nur ein beklebtes Gesicht oder eine Puppe, sondern mein eigener Kopf. Also ich kann verstehen, warum die Dame da ein bisschen Sorge hatte. Martin Fuchs entdeckt im Regal eine Überwachungskamera. Während Paul Richter die Beweise sichert, stellt die Chefin fest, dass die Kamera leider nichts aufgezeichnet hat. Plötzlich betritt der Verdächtige den Laden, den die Geschäftsführerin gerade erst entlassen hat. Wir haben heute den Auftrag bekommen, uns das hier mal anzuschauen. Hier wurde eine Puppe mit einem Gesicht. Das ist der Bild von Elena. Genau. Also, du hast den Schlüssel gehabt. Die Dame, ne? Hier ist das, ne? Ja. Das kannst nur du gewesen sein. Nee, warum soll ich das denn gewesen sein? Ich hatte dir gesagt, die Kollektion solltest du abhängen. Und was machst du hier? Ich wollte den Schlüssel zurückgeben. Das ist die Jacke von der Lena und, hallo? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Arno war. Nee. Also sicherlich. Wollen Sie dem Kollegen mal gerade geben Sie mal gerade Ihre Personalien, bitte? Kann ja wohl. Dass wir wissen, wen wir vor uns haben und dann alles Weitere. Arno, also sonst kommt keiner, sonst kommt keiner in diesen Laden rein, also mittels zweitem Schlüssel. Nein. Ja, Frage ist, waren Sie gestern, also wann haben Sie das festgestellt? Das muss wahrscheinlich heute Nacht irgendwann passiert sein, ne? Ja. Ja. Ich bin ja heute. Waren Sie denn gestern noch mal im Laden hier? Hast du die 2 Meter bei dir? Ja. Gestern war ich nicht noch mal im Laden. Waren Sie nicht hier? Ja, Sie können sich auch nicht erklären, wer das gemacht hat. Nee. Hier muss wohl seit gestern Abend die Jacke der jungen Dame im Laden verblieben sein. Unverschämtheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Arno war. Wir sind seit Sie verstehen sich mehr als Freunde. Gut. Ja. Ja, macht ja dann keinen Sinn. Ne? Fest steht, dass der Anschlag definitiv der Angestellten gegolten hat und der Täter es auf sie abgesehen hatte. Dementsprechend groß ist die Angst bei der jungen Frau. Es wird schwierig, jetzt aufgrund dieser Fotografie, die dann da an diese Puppe genagelt wird, für sie da jetzt irgendwas draus zu ziehen. Also, man könnte jetzt hier natürlich im weitesten Sinne von einer Form des Mobbing sprechen. Also es sieht schon sehr brutal aus. Also das würde mir halt schon Angst machen, wie es jetzt weitergeht. Bin ich jetzt wirklich als Person die Nächste und nicht mehr diese Puppe? Das ist halt das, was mir gerade Sorgen macht. Also wie gesagt, das kann man tatsächlich, wie der Kollege gerade gesagt hat, als Mobbing ansehen. Mhm. Ja? Oder halt werten. Man könnte es allerdings auch tatsächlich als eine Bedrohung oder Androhung werten. Du wolltest mir den Schlüssel da lassen. Das ist jetzt ich bin da gekommen, um den Schlüssel wieder zu geben. Ja. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass du mich beschuldigst. Ja. Ich habe aber jetzt auch noch Dinge zu tun. Ja, tun Sie mir gefallen. Genau. Wir haben die Daten aufgenommen. Wenn man ist, melden wir uns nochmal. Ansonsten. Ganz genau. Ne? Dankeschön. War's das. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, so. Achso, eine Geschäftsbeziehung mit ihm haben Sie beendet. Jetzt meinten Sie, er wäre sauer oder was? Das könnte eine Möglichkeit sein. Ich verstehe es nicht. Also für mich ist ganz klar, dass er das gemacht hat. Ich verstehe das zwar nicht, warum die da so irgendwie ein Techtelmechtel haben. Also das kann nur er gewesen sein. Na gut, aber das ist ja eine private Geschichte. Da müssen sie jetzt, das müssen sie auch nicht verstehen. Ne? Was willst du denn von mir? Ja, wenn er sagt. Ja, ich sag ja, der macht hier sowas. Hallo. Kommt ganz auf. Hallo. Alter, Leute. Locker lassen, Jan. Ja, ich mach ja schon.
Aber ey, das ist meine. Was ist das denn für ein Problem? Das ist meine Flinte. Er wollte mir hier meine Kanone wegnehmen. Ja, ruhig, Brauner. Alles gut. Ich bin wirklich Rauch. Ja, ruhig, aber ich... Locker, sonst tut der Kollege Ihnen weh. Ich bin wirklich ruhig, nur echt ein bisschen aggro. Also okay, was ist los? Ich mir meine Nagelpistole wegnehmen. Und der hat einen Grund. Warum wollte der die wegnehmen jetzt? Ja, keine Ahnung, weil er die haben wollte. Weißt du, ich wollte gerade zum Pfandleiher gehen, mir da für ein paar Scheine holen. Wem gehörte die denn? Das ist ja, mir. Pass mal auf, in erster Linie lasse ich Sie jetzt mal ein bisschen lockerer. Ja. Wenn Sie mir jetzt versprechen... Ich bin wirklich ruhig. Ja? Ich habe kein Problem, Mann. Ich habe kein... Gut, dann wollen wir es mal austesten. Ja, ja. Eine alles Bewegung cool. Und du liegst am Boden. Das ist jetzt ja, alles cool. Alles klar. Ich bin wirklich. Ich habe gerade gesehen, dass sie die Nagelpistole auf ihn gerichtet haben. Weil er mir die wegnehmen wollte. Er hat dich bedroht. Ja, ganz ruhig. Ja, mit Grund. So, wir wollen wissen, warum führen Sie eine Nagelpistole hier mit sich rum? Ja, weil ich die zum Pfandleiher bringen wollte. Ich wollte mir da ein paar Scheine führen, weil ich habe die heute hier in der Pflanze direkt gefunden. Weil eben gerade beim Kiosk hat mir eine Pulle Bier geholt und jetzt war ich gerade auf dem Weg zum Pfandleiher. Ja. Ja. So, und die lag hier drin, oder was? Die lag hier im Gebüsch versteckt. Genau, ich habe die entdeckt, weil ich immer da drüben ein bisschen schnorren gehe. Ja. Ja, und ich war gerade auf dem Weg zum Pfandleiher und da kommt der Typ mir entgegen und böckt mich voll an und geht mich an. Der hat nämlich angefangen, hier körperlich zu werden. Ja, ne? Gut, wahrscheinlich. Weiß nicht, ob der vom anderen Ufer ist, oder? Ja, ruhig. Als Herr Korn den Laden verließ, blickte er den Punker mit dieser Nagelpistole, hat eins und eins zusammengezählt und hat dann auch vermutet, dass der Punker eben halt derjenige war, der da die Schaufensterpuppe malträtiert hat. Dass Herr Punker jetzt zu diesem Zeitpunkt den Fall dermaßen aufklären konnte, damit konnte jetzt auch keiner von uns rechnen. Ja. Jetzt, wo ich die Alte sehe, die war nämlich die... Also hören Sie mal, wie reden Sie ich habe die heute Morgen gesehen, also wie hier die Nagelpistole in die Pflanze reingemacht hat. Lassen Sie den jungen Mann mal reden. Was behaupten Sie denn da? Das stimmt überhaupt nicht. Kommen Sie mal, jetzt lassen Sie mich mal sprechen. Wie schon gesagt, ich stehe morgens da immer und schnurre. Und da habe ich nämlich gesehen, wie sie die reingepackt hat. Als sie dann weg war und die bisschen hier ein frischer Dunst war, bin ich hin, habe mir die gekrallt. Und wollten Sie da einen... Okay, Oskar. Genau. Sie haben gesehen, dass die junge Dame die da reingetan hat. Ja, sie auf jeden Fall. Ja. Diese Nagelpistole dort reingelegt. Exakt diese Pistole dort reingelegt. Und davor habe ich im trinkst zu viel. Du könntest auch mal einen Apfelkorn benutzen. Hey. Also wenn ich jetzt weiter im Stereo hören muss, dann reicht es mir. Und davor stand die im Schaufenster und hat da hier die Schaufensterpuppe massakriert. Kurz bevor sie die da reingesteckt haben. Das haben Sie gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Ich stand doch davor. Pass auf, wir machen das jetzt einmal so. Wir gehen wieder rein. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja, ich muss mal kurz hier in meinen Beutel reingucken, den habe ich auf jeden Fall. Sie sind artig, sonst komme ich wieder raus. Ja, ich bin ganz klar. Ich bin ja aber kriege ich die Nagelpistole wieder? So, ich kriege jetzt erstmal einen Ausweis. Ja, ich gucke mal hier in meinen Unterlagen. Der Punker und im Gespräch draußen, als ich mit ihm alleine war und auch seine Personalien aufgenommen hat, hatte mir gesagt, dass sein Spitzname Locke sei. Also Locke hat mir dann erzählt, dass er diese Nagelpistole in diesem Blumenkübel vor dem Laden gefunden habe. Und er konnte noch viel mehr angeben, nämlich, dass diese Nagelpistole von der Frau Sommer selber dort hineingelegt wurde. Er hat auch beobachtet, so gab er an, dass die Frau Sommer mit dieser Nagelpistole dieses Foto auf die Schaufensterpuppe genagelt habe. Und das waren für uns Erkenntnisse, mit denen wir A nicht gerechnet haben, die aber dann doch sehr viel Licht in die Sache gebracht haben. Sie glauben doch nicht ihm da vorne. Pass mal auf, die beiden Beteiligten, Punkt 1, den Beschuldigten, habe ich jetzt gerade noch mal mit reingebracht, den Sie hier beschuldigt haben. Warum soll das gemacht worden sein? Sie können sich äußern, müssen Sie nicht. Sie können auch sofort den Mund halten und sagen, ich sage gar nichts mehr. Nur wenn Sie hier eine falsche Straftat vortäuschen, beziehungsweise eine Straftat vortäuschen, die gar nicht stattgefunden hat, und das selber waren, machen Sie sich selber strafbar. Das heißt, wenn wir jetzt gerade Anzeichen bzw. Details erfahren, die dazu führen, dass wir Sie beschuldigen müssen, dann sind Sie als nächstes Beschuldigte. Und dann müssen Sie als Beschuldigte belehren. Sie glauben also eben mehr. Ja, hören Sie mal, es kann ja nicht sein, dass mit zwei Parteien glaubhaft versichern, dass sie mit der Sache nichts zu tun haben. Und dann kommt ein wildfremder Passant, der durch Ihren Beschuldigten angesprochen wird, weil er eine Nagelpistole mit sich führt. Stopp mal gerade bitte. Und der die hier in einem Blumenkübel findet und mir auch noch erzählt oder uns noch erzählt, dass er sie heute gesehen habe. Und hinterlass sowas im Blumenkübel, also. Ja, das hat mit Blödheit nichts zu tun. Also. Wie gesagt, ich kenne Ihre Beweggründe nicht, aber momentan sieht das so aus. Und der Kollege wird wohl dem Ausführungen dieses jungen Herrn draußen auch Glauben schenken müssen. Geht ja nicht anders, unser einziger Zeuge. Ich möchte jetzt wissen, warum hast du ihn eigentlich gekündigt? Also irgendwie passt das hier gerade alles nicht zusammen. Ich verstehe es auch nicht. Hat wollen Sie sich zur Sache äußern oder nicht? Tun, oder? Ja, okay. Der sitzt jetzt also wisst ihr... Komm gerade.
Wir hören. Es ist eine absolute Unverschämtheit. Du hast ihm die Augen verdreht, du steigst mit ihr in die Kiste, wisst ihr was? Verlasst beide den Laden. Wie bitte? Wir sind ein Paar. Und was hat das überhaupt jetzt gerade mit dem Laden zu tun, beziehungsweise mit mir als Angestellte? Sind Sie da eifersüchtig oder sind Sie da persönlich irgendwie getroffen oder was? Da, dahin geht's. Ja. Ach so. Ja, da muss ich Sie trotzdem jetzt belehren. Sie haben der Polizei gegenüber eine Straftat vorgetäuscht, sind beschuldigt im Strafverfahren. Da können Sie sich gegen zu äußern. Sie können es auch sein lassen. Sie haben gerade schon was dazu gesagt. Wir können das so schreiben. Dann kriegen Sie aber nochmal Post, zumal Sie ja falsche Leute bewusst oder falsche Anschuldigungen bewusst an die falschen Personen gerichtet haben. Ja. Mit Ihrer Puppe, die haben Sie jetzt natürlich selber kaputt gemacht. Da können Sie jetzt keinen auf Schadenersatz verklagen. Damit ist das Thema auch durch. Ihnen würde ich natürlich vorschlagen, erstmal, ich würde die Örtlichkeit jetzt hier verlassen. Weil nachher sagt die noch, nee, ich habe hier Hausrecht, gehen Sie raus, mach die jetzt auch gleich. Nachdem Martin Fuchs die Personalien aufgenommen hat, kann er den Punk entlassen. Paul Richter belehrt währenddessen die Täterin. Das war jetzt nicht gerade clever. Nee. Und es war jetzt doof, dass sie das auch wirklich da positioniert haben, wo der junge Mann das im Rahmen seiner, seines täglichen Geschäfts gefunden hat. War ich nicht so schnell. Ja, gut, also. Also wenn das der einzige Grund ist, weswegen Sie sich jetzt ärgern, dann ist natürlich dann... Das nehmen wir auch mit. Genau. Ja. Da haben sie eine Straftat mit begangen, deswegen ziehen wir die ein. Ja, die wird jetzt erstmal sichergestellt und dann nach Abschluss des Verfahrens. Dankeschön. Okay. So, dann. Okay, sind die noch da? So, einmal für Sie nochmal zur Kenntnis. Einmal die Jacke zurück. Die Sache mit diesem Bild, der Kollege hat es vorhin schon mal ausgeführt, ich wollte es nicht vor ihr machen. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es in die Richtung Drohung geht. Ansonsten würden wir vielleicht im Rahmen der Nötigung bleiben. Wir überlegen uns was. Soll man das verfolgen? Soll man da was zu schreiben? Oder möchten Sie das eher auf sich beruhen lassen und sagen, ich habe keine Lust mehr? Ich möchte das eher auf mir beruhen lassen. Ja, nichts mehr machen. Okay, dann nehmen wir das mit. Wir vernichten das Bild. Die Nagelpistole nehmen wir auch mit. Ihren Pulli haben Sie zurück. Überlegen Sie sich, was zu machen mit ihr. Ne? Ich glaube, hier zu arbeiten ist nicht sinnvoll. Nee, das würde keinen so Sinn richtig, mehr machen. So richtig frisch scheint die nicht mehr zu sein. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht hat, aber das ist albern. Ich mein, vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, mal mit dem Anwalt zu sprechen. Ne? Je nachdem, nur erstmal rein prophylaktisch. Mhm. Und dann mal zu gucken, was dabei rauskommt. Weil, so wie ich das verstanden habe, so schnell wird die wahrscheinlich auch nicht Ruhe geben. Ne? Ja, nachdem, wie sie jetzt sind ja noch im Beschäftigungsverhältnis. Ne? Die schmeißt sie jetzt hier vor die Tür. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich mir jetzt die Sorgen Das müssen Sie eh zivilrechtlich machen. Da gehen Sie zu einem Anwalt für Arbeitsrecht. Und lassen sich da mal schlau machen. Okay. Ja? Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Dann du fährst? Ich fahre, ja. Ich kann das.